Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man den Gefangenen auf Stufe 4 leveln kann. Dazu muss man ihn natürlich als erstes auswählen, denn sonst kann man das Ganze erst gar nicht machen. Wir sehen uns dann gleich in der Runde, wenn ich dort bin, wo man das Ritual vollbringen kann. Bis gleich. Ich setze jetzt zum Bus und wir müssen bis danach ganz hinten fliegen, auf den Berg rauf. Außerdem spüren wir gerade den neuen Schwertkampfmodus. Diesen Modus gibt es nur episch und legendäre Waffen, was ich auch ganz cool finde. Ist ja im Prinzip nichts wirklich anderes als der pures Goldmodus. Nur mit dem Unterschied, dass es das Infinity Blade wieder gibt. Gerade wenn man im Squad ist und einer oder zwei Schusswaffen haben und zwei des Infinity Blade, kann er schon echt stark sein. Da oben sieht man schon den Fleck mit den Steinen. Jetzt muss man, glaube ich. Ah, wobei. Geht doch so. Jetzt haben wir schon den Gefangenen Stufe 3. Ich möchte eine Pickaxe. Komm, 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 komm. Wehe, da findet eine Waffe. Der hat 60 HP. Er muss die Tür aufmachen. So, damit hast du dein Skin. Ich habe noch einen Kill. Und wenn ich jetzt in der Runde noch irgendetwas coole Szene finde, dann werden wir uns dort noch mal wiedersehen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne eine kleine Bewertung da in Form eines Abos oder eines Likes. Würde mich super supporten. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, wenn jetzt nichts mehr kommt.